Okay, wenn jetzt ein ehemaliger Mitarbeiter des BNDs, der jahrzehntelang dort gearbeitet hat, vor einer Erodierung der Demokratie warnt, und zwar nicht von außen, sondern von innen, dann finde ich, sollte man da mal zuhören, oder? Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Ja, und bei diesem ehemaligen Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes handelt es sich um Claude Altgassen, der jahrzehntelang dort als Experte vom BND ausgebildet und dort auch gearbeitet hat. Und der hat jetzt gerade auf einem Vortrag bei der Werteunion eine Rede gehalten. Ich habe jetzt die Rede selbst leider noch nicht irgendwie öffentlich irgendwo finden können, aber hier einen Artikel bei Epoch Times. Und was er dort sagt, ist höchst brisant. Er schreibt hier nämlich, wir haben eine Erodierung der Demokratie von innen. Und das Interessante sind jetzt die konkreten Beispiele, die er hier nennt, wo man definitiv aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr herauskommt, ja? Beispiel Nummer eins, die Demokratie, also die Erodierung der Demokratie von innen, nannte er damals die Thüringenwahl 2020, bei der Thomas Kemmerich, ja, von der FDP mit Stimmen von der CDU und der AfD ja gewählt wurde, ne, zum Ministerpräsidenten von Thüringen. Das müssen wir uns immer wieder auch in Erinnerung rufen und auch für alle möglichen weiteren Dinge immer in der Perspektive haben, weil das ist eine Zäsur gewesen, die hier mitten in Deutschland stattgefunden hat. Ne? Und daraufhin verlangte ja die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel, wie er in dieser Rede sagt, dass das Ergebnis rückgängig gemacht werden müsse, da die AfD eine entscheidende Rolle für einen Sieg spielte. Ne? Mit diesem Wahlergebnis war Merkel unzufrieden. Und Altgassen hat jetzt dazu gesagt, in einem Staat wie Russland, Syrien oder wo auch immer hätte ich das gelassen zur Kenntnis genommen, nicht aber in einem demokratischen Rechtsstaat wie Deutschland. An dieser Stelle noch ein ganz wichtiger anderer interessanter Fakt. Schaut man sich mal kurz die aktuellen Wahlumfragen zur Landtagswahl in Thüringen an. Ja, die Wahl wird ja nächstes Jahr im September stattfinden. Das sind die aktuellen Wahlumfragen. AfD bei 32%. Und wenn ich mir jetzt die theoretische Sitzverteilung anschaue, ist das sehr interessant in Thüringen. Da nämlich, wenn die AfD auf, ich glaube, es sind 33, irgendwas Prozent kommt, dann haben sie eine Sperrminorität hier in diesem Landtag in Thüringen. Und das würde bedeuten, selbst wenn jetzt beispielsweise eine Art Links-CDU-SPD-Regierung oder was auch immer, ja, das Konsortium sich dort dann so überlegen würde, herauskommen würde, hätte die AfD, wenn sie diese 33, x Prozent erreichen würden, trotzdem eine Sperrminorität. Und das würde konkret bedeuten, dass die eigentlich keinen wirklichen Gesetzesbeschluss mehr ohne auch die Stimmen der AfD mit durchbringen könnten. Und da bin ich mal gespannt, was dann die Merkel sagen würde. Dann würde die Merkel wahrscheinlich sagen, okay, dann müssen wir irgendwie nochmal die Wahl wiederholen, ja? Oder dann würde sie vielleicht sagen, oder dann machen wir es einfach so, das ist einfacher als die Wahl zu wiederholen. Habe ich einen Vorschlag hier für Frau Merkel, können Sie mal drüber nachdenken. Dann könnte man ja einfach sagen, okay, jede Stimme, die jetzt für die AfD ist, die wird nur noch zur Hälfte gezählt, ja? Das wäre doch ein weiterer Vorschlag, den Merkel dann machen könnte, der wahrscheinlich auch von vielen Leuten beklatscht werden würde, dann würde sie wahrscheinlich auch wieder den einen oder anderen Orden bekommen. Ja? Also ich würde jetzt mal vorschlagen, dass wir langsam mal aufhören, Angela Merkel noch weitere Orden zu geben, wenn man sich anschaut, was gerade passiert ist und was damals von ihr alles so initiiert wurde. Ne? Deswegen völlig richtig, Punkt Nummer eins, kann man hier absolut zustimmen, den Claude Altgassen, was hier das Thema Erodierung der Demokratie von innen anhand von diesem Beispiel angeht. Anders kann man das auch nicht irgendwie beurteilen, finde ich, oder? Ich meine, sie hat ja sogar damals vom Verfassungsgericht, wenn auch eine sehr lächerliche Rüge bekommen dafür und hat das dann auch dieses Urteil vom Verfassungsgericht akzeptiert, ja. Aber jetzt geht er weiter. Punkt 2, ne? Erodierung von innen. Und zwar kommt er hier zu einer Aussage der Klimaaktivistin Luisa Neubauer, ja. Zum Schutz unseres Planeten müssen wir vermutlich auch unsere Demokratie zurückfahren. Also ich weiß jetzt nicht, ob dieses Zitat, welches er jetzt wiedergegeben hat von Luisa Neubauer,
tatsächlich irgendwo mal gefallen ist, vielleicht können wir ja hier die Faktenchecker aus der Community mal kurz erinnern. Und falls ihr das Zitat findet, postet es mal hier unten drunter auf YouTube, ja. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Aber wenn das natürlich krass ist, und dann sagt er hier ganz konkret, stellen Sie sich mal vor, das hätte jemand von der AfD gesagt. Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Ich mache das auch immer. Ich drehe immer ständig alles um, ja, und überlege mir, okay, was wäre passiert, wenn jetzt das bei den Grünen passiert wäre? Oder was wäre, wenn jetzt das bei der AfD passiert wäre? Und wie wäre auch die mediale Reaktion und so weiter? Ne? Die AfD wird vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. Die Partei selbst bezeichnet sich als rechts, schließt aber Extremismus aus. Würde ein AfD-Politiker in welchem Zusammenhang auch immer von Demokratie zurückfahren sprechen, würden vermutlich andere Parteien und verschiedene Medien die Oppositionspartei stark angreifen. Und das ist noch eine Untertreibung, Herr Altgassen. Ja? Da wären noch ganz andere Dinge in Deutschland los, wenn jemand von der AfD sowas äußern würde. Aber wenn es bei einer Klimaaktivistin namens Luisa Neubauer, die ja auch neulich, glaube ich, sogar irgendwo einen Orden vom Papst oder irgendwas bekommen hat, wenn sie das äußert, ja, dann gibt es da scheinbar keine große Reaktion. Ja. Ich habe auch schon neulich, ich habe den Namen gerade vergessen, da hat doch auch eine Moderatorin oder so gesagt, irgendwie, man müsse auch die Demokratie mit nicht demokratischen Mitteln irgendwie verteidigen und all möglichen Sachen. Ja. Also das ist ein sehr gutes weiteres Beispiel. Also wie in einem öffentlichen Diskurs und jemand als öffentliche Person, ja, sowas äußern kann, ohne dass da in irgendeiner Art und Weise mal auch eine große mediale Einordnung oder so weiter stattfindet. Aktuell wird ja Luisa Neubauer wieder von der Presse überall gelobt, weil sie so toll sich distanziert hat von Fridays for Futures International und so, weil die ja alle nicht zusammengehören und so. Ist klar, ja. Jetzt geht's weiter. Und jetzt, meine Damen und Herren, wird's richtig krass. Wir sind wieder bei Merkel übrigens, ja. Und er sagt jetzt hier, Informationen beim BND, die jetzt wirklich brisant sind und aus anderen Ländern kommen, weil bei der BND, ne, ist ja vor allem für das Ausland und so weiter zuständig, können gar nicht alle dokumentiert werden, die gesammelt werden. Ich denke mir, was? Wie bitte? Der BND sammelt im Ausland irgendwo Informationen, die höchst brisant und wichtig wären für Deutschland. Das kann nicht dokumentiert werden. Warum das denn nicht? Er sagt, ne, dabei erzählte er von Quellen und Informationen der Schleusernetzwerke in Libyen beispielsweise, ne? Das will unsere Politik nicht hören. Bundeskanzlerin Merkel hatte damals untersagt, dass der BND Analysen über die illegale Migration weiter in schriftlicher Form dem Bundeskanzleramt zukommen lässt. Wie bitte? Das kann ich irgendwie nicht glauben. Also das kann doch gar nicht stimmen, oder? Und er sagt dann hier, Merkel war klug, sie wusste, dass Papiere selbst mit Geheimhaltungsgrad irgendwann herauskommen. Was es schriftlich nicht gibt, gibt es nicht. Ebenso wie es gelöschte Handydaten einer Ursula von der Leyen nicht gibt. Also das Schlimme an dieser Stelle ist gerade so, alles in mir sträubt sich einfach gerade, das zu glauben und hofft, dass es nicht stimmt. Aber mein Verstand sagt mir leider mittlerweile, dass man auch sowas gar nicht mehr kategorisch ausschließen könnte in diesem besten Deutschland aller Zeiten.